Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo, es ist wieder Zeit für Wir in BB. Und heute, da hört sich das so ein bisschen an wie auf dem Militärhof, ist es aber gar nicht. Wir sind bei Elaine Walker und das hier heißt Irish Dance. Und ich unterbreche jetzt einfach mal ganz frech den Unterricht. Elaine, so, ihr könnt es da ganz gerne mal alleine weitermachen, weil ihr seid auch schon groß genug. Elaine Walker hier aus Böblingen ursprünglich, aber nicht aus Böblingen, sondern aus? Aus Birmingham, England. Wenn ich an Irish Dance denke, denke ich automatisch an Lord of the Dance und Michael Flatley. Bin ich da richtig? Absolut richtig. Das ist genau das, was wir auch hier machen. Ja, und das Ganze machst du jetzt hier seit wie langer Zeit? Ich habe die Schule in 2000 gegründet und jetzt sind wir hier in Böblingen seit 2011. So, und wir sind jetzt schon am Ende des Jahres 2018 angelangt. Jetzt einfach die Frage, wie war für dich denn das Jahr 2018? Es war unser bestes Jahr überhaupt. Wir haben 3 Weltmeister und 10 deutsche Meister. Und das Ganze in einem Jahr? Das Ganze in einem Jahr. So, und wie stelle ich mir das Ganze vor? Also ist dann immer ein Mädel oder ein Junge? Gibt es auch Jungs, die das machen? Wir haben ein paar. Immer ein Männermangel haben wir, aber wir haben schon ein paar. Ja. So. Und über das Ganze sprechen wir. Wie viele Jungs tatsächlich mittanzen, wie viele Mädels mittanzen, wie die ganze Geschichte aussieht, da sprechen wir gleich drüber. Aber vorher... Zuerst aber geht's mal nach Herrenberg. Da ist in den letzten 6 Monaten das halbe Rathaus umgebaut worden, besser gesagt das Herz des Hauses, der Ratssaal. Jetzt ist er fertig und der ganze Stolz der Stadt. Er ist hell eingerichtet, durch bewegliche Tische und Stühle, multifunktional, barrierefrei und mit modernster Medientechnik ausgestattet. Hier können in Zukunft nicht nur Ausschusssitzungen stattfinden, sondern auch beispielsweise Trauungen mit bis zu 100 geladenen Gästen. Neben dem Saal ist auch das Besprechungszimmer saniert worden. Außerdem gibt es auf derselben Etage nun ein Behinderten-WC und einen barrierefreien Eingang. Völlig K.O. sind diese Kleinen vom vielen Spiel. 3 Welpen der Rasse Leonberger, und zwar die ersten 3, die seit fast 30 Jahren tatsächlich auch in Leonberg das Licht der Welt erblickt haben. Eine der 3 Schwestern soll in Zukunft Botschafterin der Stadt werden und dann zum Beispiel als Begegnungshund Kindergärten und Schulen besuchen. Im Januar wird sie in ein neues Zuhause bei einer Leonberger Familie ziehen. Wir in BB sind dann natürlich mit dabei. Bis dahin heißt es für die Kleinen aber erstmal weiter ausruhen. Der größte Weihnachtsbaum im Kreis steht wohl auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt im Waldenbucher Ortsteil Glashütte. Hier gibt's eigentlich nur einen Glühweinausschank, eine Würstchenbude und ein paar Bierbänke. Aber dafür ist jede Menge los. Bis Anfang Januar zieht sich das Programm, das rein ehrenamtlich gestaltet wird. Hier verdient keiner was. Der Reinerlös geht komplett an soziale Projekte. Termine und Infos gibt's online auf www.weihnachtsbaum-glashütte.de. Und wir in BB sind nächste Woche sogar hier mit dem Landrat zum traditionellen Weihnachtstalk. So, Elaine, kannst du mal ganz kurz erklären, was machen jetzt hier die Mädels und der eine einzige junge Mann? Die üben jetzt ihre Schrittkombinationen. Wie viele davon gibt es denn? Oh, Millionen. Man lernt nie aus. Ja. Muss ich mir das dann auch so vorstellen bei den Turnieren? Da gibt es wahrscheinlich genauso wie bei jedem anderen Tanzen auch so vorgeschriebene Kombinationen, Choreografien? Ganz genau. Da gibt es vorgeschriebene Schrittkombinationen und gibt es auch freie Kombinationen. Und das ist das, was die gerade üben, so die freie Kombinationen. Und die Schulen dann stellen die dann zusammen, wie die das möchten. Okay, so, und jetzt, wie stelle ich mir denn so ein Turnier vor? Weil, wie du vorhin gesagt hast, ihr seid über 10-mal Deutscher Meister geworden, 3-mal Weltmeister. Was für verschiedene Klassen gibt es denn? Alter ist wahrscheinlich klar, aber... Ja, genau, da gibt's Alter auf jeden Fall. Das fängt mit unter 7 an und es geht bis unter 40. Nee, over 40, sorry, über 40. Und dann, die sind schon open. Die sind die Open-Klasse dann. Die können also tanzen, was sie wollen. Die können tanzen, was sie wollen, und die haben ein gewisses Standard schon erreicht. Die sind dann durch Beginner, Primary, Intermediate schon durchgegangen durch diese Levels, und dann sind die in Open und dann dürfen die bei der Deutschen Meisterschaft tanzen. Heißt das, die ganzen Mädels und Jungs natürlich auch, tanzen die dann alleine oder gibt es auch Meisterschaften in Gruppen? Da gibt es beides. Genau, da gibt es alleine, Solo nennt man das, und da gibt es Gruppentänzer, die sind Kaylee Dances, ja, wo man zusammen Information tanzt.
Jetzt sieht das Ganze ja unheimlich ernst aus. Ist das eine ernste Geschichte? Total ernst. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Absolut. Was für ein ernster Typ du bist, da sprechen wir weiter, und zwar nach der Werbung. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Jetzt fangen wir mal hier mit meinen Füßen an. Elaine, wenn ich jetzt diese Übung hier mache, dieses tüt, 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 dann wären wahrscheinlich, wenn ich das so machen würde wie die Mädels, das gar nicht hinbekommen, aber dann wären wahrscheinlich meine Bänder ab. Ja, man muss trainieren dahin, auf jeden Fall. So, wie lange muss ich denn trainieren, damit ich solche flexiblen Bänder habe? Oh, ja, das ist unser Ziel. Es ist unterschiedlich, es ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Leute, die das sehr schnell können, andere, die brauchen Jahre. Aber in der Regel, ja, 2-3 Jahre, bis man überhaupt so diese schwere Technik beherrschen kann. Na, das sieht ja wirklich unheimlich schwierig aus. Trotz alledem sind auch Elemente aus dem klassischen Ballett da drin versteckt. Das habe ich erkennen können. Ja, absolut. Das ist das Tolle mit irischem Tanz. Es bleibt nicht stehen. Es lässt sich entwickeln und nimmt Elemente von anderen Tanzarten und dann macht die irisch. Das ist das, was irischen Tanz so toll macht. Und natürlich auch die Musik, schätze ich mal. Die Musik ist super. Ja, genau. Ja, natürlich, diese Musik, die macht einfach an, da muss man einfach mittanzen. Eine ganz andere Musik haben wir, und zwar in Leonberg, ein ganz besonderes Konzert. Und wie sich das dort anhört, da hören wir jetzt mal rein. Immobilienanzeigen, Kontoauszugsdrucker, Versicherungsangebote. Ja, wir sind in einer Sparkassenfiliale. Hier sind allerdings heute nicht die Schalter besetzt, sondern die ganze Schalterhalle. Und die Kunden warten nicht auf Mitarbeiter, sondern auf Sie. Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule. Der ungewöhnliche Auftrittsort für Leiterin Friederike Kienle, ein Glücksfall. Ich finde das sehr schön, wenn man die Musik an verschiedene Orte trägt. Ich habe sehr viel gemacht, zum Beispiel in Bahnhofshallen oder mal draußen auch Open Air zu spielen auf einem Platz. Es muss ja nicht immer eine Kirche oder ein Konzertsaal sein. Und man begegnet dann eben auch einem ganz anderen Publikum, was sonst vielleicht nicht kommt. Tatsächlich sind heute viele gekommen. Die Schalterhalle ist voll besetzt. Das ist auch für den Filialleiter ein ungewohnter Anblick. Wir haben ja hier viele nüchterne Themen, auch viele nüchterne Bankthemen. Und wenn man jetzt mal schaut, welche Emotionen auch über das Konzert jetzt hier im Raum waren und welcher Klang hier auch stattgefunden hat, ist natürlich was ganz anderes. Also wirklich ein tolles Erlebnis für uns. Die Jugendlichen spielen in verschiedenen Besetzungen. Die Streicher geben Telemann und Britten zum Besten, die Bläser Kammermusik von Farkas. Am Ende dann Schuberts Unvollendete und der Coriolan von Beethoven in voller Besetzung. Und wie war es für die Musiker? Also es ist echt tolles Gefühl, weil wir spielen ja immer nur in der Spitalschule und hier ist so ein ganz anderes Ambiente so. Also es ist schon ein bisschen ungewohnt, aber es macht echt Spaß, so mal was Neues auszuprobieren so, ja. Ich finde es vor allem interessant, weil in der Schalterhalle ja sonst was ist, wo Leute kurz reinraschen, ihr Geld holen oder irgendwelche Finanzgespräche führen. Und jetzt dann einfach mal so ein klassisches Konzert zu haben, wo man sich hinsetzt, zuhört, sich auch einfach auf die Musik konzentriert und nicht viel denken muss und sie einfach gehen lassen kann, das ist schon was anderes. In der Bank zu spielen ist was ganz Neues, aber war die Erfahrung auf jeden Fall wert. Wie hat sich's angefühlt? Also war der Klang auch in Ordnung? Es war anders, es war relativ trocken und hat nach hinten ins Treppenhaus gehallt. Wir hatten auch vorhin ein ziemliches Problem mit dem Hall im Treppenhaus. Das haben wir jetzt kreativ mit einer Trennwand gelöst, aber im Endeffekt hat es ganz gut geklappt. Es war interessant, weil es hat ja sehr gehallt hinten und es war wirklich sehr anders, ja. Aber es war toll. Am Ende sind sowohl Künstler als auch Zuhörer begeistert. Keine Frage, klassische Musik mal ganz woanders kommt an. Mal sehen, wo das Jugendsinfonieorchester das nächste Mal spielt. Eine,
Ich bekomme eine kleine Tanzstunde in Irish Dance. Die Mädels und der Junge, die sehen gleich ganz anders aus. Und ich schicke sie jetzt mal in die Veranstaltungstipps. Aber jetzt muss ich weiter schwitzen. Es ist eines der bekanntesten und schönsten Weihnachtsstücke, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Das wird in der Herrenberger Stiftskirche wieder extra für Kinder aufgeführt mit Chor und großem Orchester. Nach Weihnachten gibt es auch Aufführungen für Erwachsene. Die Termine stehen auf der Homepage. Auch in Sindelfingen wird es musikalisch und besinnlich. Die Chorvereinigung Liederkranz lädt zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Stadthalle. Bereits zum 32. Mal findet das Konzert statt. Auch diesmal ist wieder das Jugendblasorchester dabei. Und auf dem Flugfeld in Böblingen steigt das alternative Wuahu Winterfestival. Statt Chor und Orchester gibt's hier feinste elektronische Musik, dazu viele Spiel- und Bastelangebote für Kinder, leckeres Essen und Geschenkideen fernab vom üblichen Weihnachtsmarktangebot. Mehr Infos gibt's online oder vor Ort. Einfach mal vorbeischauen. Mann, jetzt haben die sich aber hier in Schale geschmissen, Elaine. Das sieht man, hier haben eine Weltmeisterin dabei und deutsche Meister und auch die etwas jüngeren Mädels. Super, super erfolgreich. Was macht dich denn so als Trainerin aus, dass du solche Meisterschaften mit nach Hause bringst? Das bin ich nicht, das ist meine Tänzer. Das ist meine Tänzer und Tänzerinnen, die arbeiten sehr hart. Ja. Und sag mal, wenn ich jetzt mal bei euch reinschnuppern möchte, also ich habe vorhin selber gemerkt, das ist ja total alles einfach und easy. Wie oft kann man denn bei dir mal ausprobieren? Wie sieht es mit dem Unterricht grundsätzlich aus? Wir haben jeden Tag Unterricht, außer Freitag. Und wir haben 19 Irish Dance Classes, da kann man reinkommen und schnuppern. Wir haben Just for Fun und wir haben auch Competition, Wettkampf Classes. So. Ich wünsche dir auf jeden Fall mal schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche, ja, dann zur vorletzten Sendung im Jahr 2018. Und dann fragen wir mal den Landrat, was der so zu erzählen hat.